Jo Leute, einen bombastischen guten Tag, lieben Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Quick SG. Ja, wieder die Randkartrunden ein paar. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck für ein paar Leute in meinem, ja, bei mir schnell wollen, dass ich schnell ausmache. Und ja, die Runde wird ungefähr 12 Minuten wird es ungefähr gehen, hoffe ich mal. Ich bin gar nicht eingespielt, Leute, also verzeiht mir irgendwelche Sachen, die nicht so gut laufen. Okay, der hat uns knapp übersehen. Der wird uns nicht übersehen, wenn wir jetzt nicht schnell abhauen. Okay, das hat uns jetzt nicht gerade das meiste gebracht. So. Jetzt sind wir weg und können mal drauf gehen. Okay, jo, machen wir erstmal die Tür auf. Die Kiste noch nicht. Das war ganz nett eigentlich. Schmeißen wir mal das hier weg. Den ganzen Shit hier, den braucht ja kein Mensch. So, gucken wir uns mal die Kisten an. Hier ist anscheinend auch nichts Schönes drin. Doch. Doch, das ist ganz nett. So, da möchte ich mal eine Angel haben. Die hätten wir auch für ihn. Die geben wir ihm auch gleich, aber nicht. Die droppen wir ihm nicht. Sondern, lol, einfach ein Stevie Freakout. Oder auch nicht. Krass, ne? Echt krass. Ist schön, immer so flankiert zu werden. Jo. Dann natürlich die nächste Quick SG Runde auf der Map Skylands, glaube ich, heißt die. Da hinten haben wir eine Real Christ und die Map was Bild bei was weiß ich wem. Okay. Dankeschön. Okay. Das war eben die Person, die wollte, dass ich sofort ausmache. Jetzt hat irgendwer irgendwas gesagt, was ihn schleunigst davon abgehalten hat. Oder es war einfach nur Ironie. Ich habe keine Ahnung. Reißerratten bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen jetzt eher mal Gegner schlachten. Wir spielen übrigens mit dem Sam Haribo Pack. Habe ich von Zeltex. Könnt ihr mal auschecken. Den Dude. Cedric. Cedric stirbt. Oh Gott. Oh, ich habe ihn gerackt. Ich habe ihn gerackt. X David. Du Missgeburt. Ich kann nichts. Lifted Bear. Ich kann nicht. Schade. Hoffentlich hat er mich nicht gemeint, sonst wäre ich ja super traurig, weil ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich was gekannt habe. Und ich bin halt richtig schlecht, Leute. Müsst ihr mal. Sonst, gestern hatte ich einen guten Tag. Da sind dann alle easy. Aber heute ist dem leider nicht so. Wir sind auf der Inferno-Karte. Oh, ich habe einen Goldapfel. Hui. Hab ich? Oh Gott. Okay, den haben wir auch. Is get wrecked. Wie so, hopp, hopp, hopp. Die Hose brauchen wir nicht. Ich habe noch einen Goldapfel, das war. Ich habe noch nie in einer Runde zwei Goldapfel. Okay, den haben wir. Okay, haben wir doch nicht so leicht. War sogar sehr, sehr knapp. Eieiei. Gar nicht super. Lol. Was tun wir hier? Dies ist nicht sehr schön, was wir hier tun. Und hopp. Nope. Hier ist nichts mehr. Hier war ich ja schon.
Trotzdem ist hier noch rohes Beef drin. Ja, da hinten sind noch Leute. Wie immer kann ich euch gleich mal meine Stats zeigen. Wie ich auch in der ersten Folge gemacht habe. Ich habe bis jetzt überhaupt gar keine gute Rüstung. Oh Gott. Wie er mich wreckt, Alter. Wie er mich wreckt. Ist auf jeden Fall echt krass. So schlecht. Was schreibt er eigentlich die ganze Zeit, Ventix? Ist der doof? Ja, dann gehen wir schnell in einen Zieber Tower rein. Slash Stats. Ihr seht, ihr sie. 1,01 AKD. Im Moment eigentlich ganz nice. Freue ich mich auf jeden Fall. GG Hive. Just Kevin, Alter. Du bist echt ein Kevin, weißt du was? Get. So. Pop. Dann mal hier im Pool die Kiste looten. Hier ist anscheinend auch nichts Schönes drin. Ich dachte, der Typ will mich fokussen. Wollte er dann zum Glück doch nicht. Hier gehe ich erstmal gar nicht lang. Weil hier gefährlich ist. Bruder, gute Rüstung. Okay, der hat ein Eisenschwert und hackt. Guckt euch den an, Alter. Guck mal, wie er hackt. Guckt, wie er hackt. Ne, er hackt. Na klar, das sind keine Hacks, ne? Ich zeig's euch mal. Hier, kurz in der Slow-Mo. Ja, weiß man halt nicht, ne? Von Witherly, Greenode und Mr. Baukrugnesteller. Macht mal bitte Slash Start. Alex. Nicht der hellste. Wollen wir mal kurz fragen. Können nur YouTuber mit XXPlays. Danke, thank you. War sehr, sehr gut, dass du das geschrieben hast. Ich glaube, der wusste das nämlich nicht. Hopp, 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 hopp. Ne, Mods können das übrigens auch. Das wusste er vielleicht nicht. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das auch Mods können. Okay, dann gehen wir mal hier an die Kiste. Guck mal, hat sich sogar gelohnt. So, gib mir die nochmal. So. So, wir machen jetzt im Moment nichts außer Wotspam. Aber eigentlich ganz nett. Wotspam macht Spaß. Okay, den haben wir. Also eigentlich auch nichts Schönes dabei. Der Brustpanzer wäre ganz schön. Sag getan. Hoffentlich ist hier noch was. Nee, ist es nicht. Dark Assassin Hacker Speed Hacks. Okay, echt. Echt krass, ne? Nein, lol, echt nicht. Nee, krass, kein Speedtex, Alter. Überhaupt nicht, echt. Guck mal, das meine ich heutzutage, dass kein irgendwie, dass das irgendwie Minecraft so echt einfach die Minecraft-Community verändert. Wir haben jetzt einmal und ich einen Hacker, also wir haben jetzt keine Ahnung wie viele Runden gespielt. Und jetzt bin ich schon zwei Hacker gesehen. Also beim einen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber der zweite habt ihr ja jetzt gerade gesehen. Das waren jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er. Ich denke, er hat einen Kill-Aura-Hotkey gehabt und. Und na, Speedtex. Auf jeden Fall. Voll. Okay. Ganz nett. Sonst ist hier aber nichts mehr drin. So. Da, da, die, da, da, da. Dann hier lang. Hier hin. Oh nein, da ist jemand. Nein, geh weg. Hui, komm, ich hab dich. Ja, dein Angel ist meins. Und dein Eisenschwert auch. Du Idiot, Alter. Das war mein Kill. Ach komm. Einfach, er ist da und tötet mich einfach. So. Ich glaube, das war dann jetzt auch gleich die letzte Runde, die wir spielen. So. Guck mal, wie ich hotkeyen kann, Alter. Das ist echt schon krass. Fuck, 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 fuck. Hast du gerade irgendwie ganz, ganz viele Sachen angemacht?
Alter, wie krass ich bin. Krasseste Rüstung ever. Dann legen wir, zerlegen wir erstmal das Team hier. Einer. Und der zweite folgt gleich. Lol, wie es geschafft hat. Den haben wir auch. Der glaubt, weil er einen Celtic-Skin hat, könnte er sich mit mir anlegen. Okay, der hat dann schon etwas bessere Sachen. Aber kann sich auch nicht mit uns messen. Da kommt schon der nächste angerannt. Und auch er glaubt, mit uns es mit uns aufnehmen zu können. Kann er aber, wie gesagt, auch nicht. Das war die krasseste Killstreak, die ich jemals in Quick SG gemacht habe. Das war, keine Ahnung. Das ist noch jemand. Aber er kann das mit uns aufnehmen. Nice, da ist noch jemand tot. Nee, den dürfen wir nicht entkommen lassen. Ist er nach rechts? Link? Er ist nach links gelaufen. Oh Gott, oh, das war jetzt echt sein Problem. Alter, wie krass wir ihm geben, ne? Komm, den haben wir... Nein, drei Herzen! Alter, das muss ich mir nochmal in der Aufnahme anschauen. Aber noch eine Runde machen wir, weil die jetzt echt schon krass war und... Ich belasse jetzt nicht bei der, denn das war irgendwie eine 5er-Kill-Streak oder so. Sicherlich. Aber immer noch ein 1-0-1er KD. Schade. In Quick SG habe ich bis jetzt richtig schlecht. Slash Stats. Crafting Pets. Ne, ich habe Crafting Pair geschrieben. 6,53er KD. Ne, eigentlich finde ich das schon echt schlecht dafür. Das, ja, Crafting Pet ist also eigentlich... Crafting Pet ist ja der beste Spieler der Welt. Wie welche in Kill-Analysen von... Oh Gott, Alter, was für ein Fix. It's the Karl-Kombo, ich bin... It's the Karl-Kombo, ich bin echt cool, ne? It's the Karl-Kombo. Hat eine 1,13er KD. Echt stark, aber ich spiele auch nicht so viel Quicker. Es geht 700 und der hat schon 1000 Spieler. Aber die war doof, die Runde, deshalb spielen wir noch einen. Das war dann auch die echt die letzte, Leute. Aztek mit Pizza-Fan 1, 2, 3 Malte. Der Goldminer Lale 2 und Salem PvP. CubeCrafter 14 ist in der Runde, echt. Krass, Cubie hat einen Faker. Das ist echt schon nice, ne? Max, wenn du das hier siehst, guck mal. Der ist ein Faker. Der CubeCrafter 14, der ist zweimal unter mir. Komm, ich springe jetzt das Jump'n'Run durch, ohne einmal stehen zu bleiben. So, pass auf. Ohne stehen zu bleiben, ohne stehen zu bleiben. Habe ich schon mal geschafft. Zweimal sogar. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das ist geschafft. Jetzt kommt die schwerere Bot. Hopp, 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 hopp. Fuck! Fantastisch. Wow. So, jetzt ihr... Gucken wir hier in die Kiste. Ist da was in der Kiste drin? Wir bauen die Kiste ab. Hallo. Oh, wir haben die Kiste abgebaut. Wey. Wey. Okay. Das ist ganz guter Stuff eigentlich. Aber... Nee, der legt uns nicht. Der legt sich nicht mit. Der legt sich sicher nicht mit uns an. Weil wir sind die... Abbas. Okay, und er kombot uns halt des Todes, ne? Coolino Place, ich streame, ich bin cool. So, Leute, das war's dann mit dieser schönen Runde. Und dann sehen wir uns dann nochmal, Leute. Ciao, lasst den Like-Button nicht vergessen und aufnehmen und die Abmoderation verkacke. Also, vergesst nicht zu liken. Und ein Abo wäre natürlich auch ganz nice. Also, Leute, ciao!